Herzlich willkommen bei HetTV. Hier ist Jack the Farmer mit einem League of Legends Cast. Und für den Anfang ein Cast von eins meiner Spiele, bei dem es nicht schlecht lief, jedoch, obwohl meine Teammates gut gespielt haben, das kennt man ja bei League of Legends, man ist mit sich selber beschäftigt, man kommt nicht wirklich dazu zu sehen, was die Mates jetzt genau angestellt haben. Das möchte ich hier bereinigen und ein bisschen Fame für meine Kollegen in League of Legends, die ich jetzt nicht gekannt habe, auch jetzt nicht kenne, aber die sehr gut gespielt haben, möchte ich ein bisschen Fame drüber bringen. Also los geht's. Hier Team Blue, Mr. Als, Chain of Pain, Hasim Dulkar. Als Fizz, denn er wird Midlane gehen. Shabby und The Demon. Und für Lila, Jack Waterfuck, aka Jack the Farmer. Jupp, das bin ich. Lux mit. Evil Angel als unser Kog'Maw. AD Carry, Super 8. Toplaner, Palanator, unser Malphite Jungler und Johnny als Sona Support. Ja, auf der blauen Seite haben wir einen Kha'Zix, ein sehr neuesten Char, ich glaube der letzte Char, ja. Zusammen mit Rengar, das ist eine Hammers Combo Top übrigens. Wer schon mal gegen die beide Top spielen musste, der durfte sich echt nicht seines Games erfreuen. Aber ja, hier Kha'Zix, glaube ich, genau. Kha'Zix als Jungler, während Rengar top gehen wird, dann. Fürs Mitte, schöne Abdeckung bei Blue. Bei uns auf der lilanen Seite genauso. Hier sehen wir Ezreal und Nidalee auch schon sehr offensiv. In Vayne auch gleich hier den Brush von Lila. Während, wo ist unser Kog, genau, Kog ist hier hinten, wird Malphite gleich aushelfen. Und los geht's. Ja, sehr gut. Natürlich ein bisschen Damage verschaffen, damit Malphite möglichst kurz gegen die Gegner kämpfen muss. Hier Kha'Zix wird sofort bei Blau starten. Etwas althergediente Methode, aber ich glaube Kha'Zix braucht fürs gute Jungle doch ein bisschen mehr bisschen mehr Cooldown und Mana-Regen als die anderen. Oh, ein bisschen Fail hier gewesen. Nicht gleich Smite, ein bisschen warten und ja, hat keine Exp gekriegt. Wenn man Smite benutzt, während ein Teammate noch zu nah dran ist, dann gibt man ein bisschen Experience ab. Das sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Hier Malphite auch sehr gut mit Blue gestartet, noch sehr viel HP. Kha'Zix, ja, dadurch, dass sie nicht leicht den blauen Golem angegriffen hat, in den Nachteil geraten. Und obwohl er hier die Wölfe kriegt, weiß ich nicht, ob er. Ja, auf jeden Fall. Red kriegt er so auf jeden Fall nicht. Oh, Bot schon sehr low gekommen. Hier die blaue Lane natürlich mit einer Nidalee. Ja, oh, shit. So ein Speer trifft. Hammerhart, vor allem am Anfang. Aber guck mal, er wird sich der Sache noch ganz gut. Sona war vorhin ein bisschen stark getroffen worden. Hier ein bisschen Damage Trade seitens Kog'Maws und Nidalee. Nidalee muss natürlich zusehen, dass hier jeder Speer trifft. Und ja, da haben beide Damage eingesteckt. Und oh, das hier muss ich noch kurz korrigieren. Oh, schöner Speer. Jop. Und what the fuck happened? Moment, hier ein Rewind. Ja, Kha'Zix hat sich der Golems angenommen. Zuerst versucht den blauen zu snipen, aber er hat. Er hat sich einfach brutal verschätzt. Ja, Jack the Farmer, Moor, pusht hier die Lane einen Tick zu hart. Und beide mit Ignite. Schön, dass ich das erfasst habe jetzt. Das wusste ich überhaupt nicht mehr. Das war aber ein schlechter Trade seitens Swiss. Ich glaube, da hätte wirklich mehr Damage seitens Swiss kommen können.
Aber gut, hier, Top wird gepusht von Rengar. Rengar ist aber zu nah am Tower dran und Akali kann sich mit ihren... Ah, mein Gott, ist das in Twilight Shroud retten. Natürlich beide Chance mit einer gewissen Invisibility. Allerdings Rengar nur mit der Ulti. Botlane wird stark gepusht. Sonne muss ich jetzt auch hier zurücksehen. Und der Speer. Oh mein Gott. Wäre Sonne hier gleich zurückgegangen? Ich glaube, sie hätte sich noch vom Speer gerettet. Aber sie hat den Recall unterbrochen, ist kurz zur Seite und dann wieder vorgegangen. Und da hat es halt getroffen. Botlane natürlich in einer schwierigen Situation deswegen. Aber es ist nicht unmöglich. Kha'Zix, nämlich der Jungler, ist sehr weit im Rückstand geraten. Hier aber Malphite schon mit dem Botgang 2v2. Nidalee ist schon sehr, sehr low. Und Kog'Maw müsste sie bekommen. Kog'Maw bekommt sie. Hier Exhaust auf Malphite. Ezreal kann entkommen. Ja, hier gibt es keine Probleme für ihn. Blau insgesamt doch sehr aggressiv. Bis auf Fizz. Fizz hat da... ja, Probleme, sage ich jetzt mal. Akali kann kaum hinterherkommen, bisschen Damage. Aber da wird Rengar auch schon vom Tower angesehen. Er meint beim Tower kommen zu können, aber er tritt keinen Einbruch durch. Er hat schon viel Damage am Top Tower gemacht. Ansonsten, es wird hier schon sehr low. Was war hier passiert? Das schauen wir uns nochmal kurz an. Oh, Kog'Maw, ja. Kog'Maw hatte Ezreal erwischt. Was war denn hier los? Moment, ja, nachdem beide Spieler, nachdem der Gang vorbei war, war ja Sona wieder zurückgekommen und da meinte Ezreal weiterhin aggressiv spielen zu können, obwohl er doch schon sehr low war und um war. Ja, und da musste Flash raus. Ja, das ist nicht so gut. Wir werden ja ein bisschen zurückspulen, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Hier ist Nidalee wieder zurück. Eine Falle wird schon gesetzt. Botlane für Lila pusht gegen Tower. Ja, Kha'Zix als Jungler. Moment, kleiner Grafikbug. Und hier kommt eine Lux Ulti, warum auch immer. Einfach um die Lane zu pushen. Ich denke mal. Ich wollte da zurückgehen. Kha'Zix versucht hier die Golems wieder zu kriegen, nachdem er Red bekommen hat. Das ist... Ja, tut mir leid. Der Team hier mit einem schlechten Jungler am Start. Sowas kann ein Jungler nicht wirklich machen. Also da geht sehr viel Buff-Time von Red einfach verloren. Nur fürs Jungle. Hier, Top-Gang mit Rengar. Oh, schlechtes Spiel von Jack the Farmer. Ich frag mich, was dieser Jack, what the fuck, sich dabei gedacht hat. Top Gang von Malphite an Rengar. Rengar kann hier Exhaust gegen Malphite nutzen und dann kommt hier der schwierige Situation, kriegt den Kill gegen Kali, während Lux nur daneben steht und sich das anschaut. Hier Light Buff. Und, oh, hätte die Lux jetzt doch nur die Ulti von vorhin genutzt. Ja. Aber da wissen beide Spieler offenbar nicht genau, wo Rengar gewesen war. Lux wird jetzt recallen. Und hier macht sich Fizz auf Bot zu ganken. Ihr seht natürlich hier der Kog'Maw, dieser AD Carry schon sehr low. Und da kommt die Fizz-Ulti, aber die geht ins Leere. Die war ein Tick zu kurz. Und Fizz geht jetzt voll rein. Aber der Tower wird ihn bekommen. Jop. Kog'Maw mit seiner Passive. Ja, auch kurz Spaß gehabt, hin und her gelaufen. Hat aber nicht viel gebracht. Bot Tower wird jetzt einiges an Damage einstecken. Sona kann hier nicht viel machen. Sie ist bei 3/4 HP, aber ja, sie hat einfach nicht die Waffen, um so eine Welle hier in Stand zu halten. Später von Nidalee und Ezreals Ranch Harass. Malphite, schauen wir uns das mal an. Holt grad Blue für Lux. Malphite 26. Oh, einen Moment hier. 28 Minions, beziehungsweise 28
CS gegen 30 CS von Kha'Zix. Kha'Zix ist hier 2 in CS Vorteil, aber Malphite hat ja von vorhin schon ein Kill. Hier mit einem sehr klassischen Jungler Aufbau, GP10 Objects, Items beziehungsweise, und schwer Malphite rein. Malphite versucht hier reinzugehen, aber Jax ist dann doch dagegen. Und jetzt geht er rein, wo Lux und Kog'Ma dabei sind. Malphite ist schon ziemlich down. Hier kommt die Ulti von Malphite und die Ulti von Lux. Und die trifft, da ist Nidalee weggeschossen worden. Abgeschossen, Sona hinterher. Kha'Zix, er kommt sein Mate nicht. Wieso kommt er nicht? Er ist unterm Tower erwischt und da geht er down. Wer Kha'Zix mit einem Beherzensprung hinterher hätte vielleicht noch irgendwie helfen können, aber er hat sich dann doch dagegen entschieden gehabt. Fizz, der keine Vision innerhalb des Rushs hat, versucht hier reinzugehen. Lux wird wohl hier recallen. Und wird doch da bleiben. Hier der Cage nochmal, hier der Slow und der Buff. Ja, Kha'Zix ist aber auch in der Nähe. Und insgesamt zu dritt. Oh, da hat Kog'Ma aber viel Damage einstecken müssen. Alle drei sind ein Tricky-Tree. Und die Ulti von Lux geht vollkommen daneben. Sonas Ulti kann die Mates noch retten. Lux wird hier aber wohl down gehen, nachdem sie alles verschossen hat, was sie hatte. Und ein Fail-Flash vom Feinsten. Hier Top Rengar greift Akali an, aber er kann sie natürlich nicht unter den Tower kriegen. Trotzdem Rengar bisher mit einer guten Partie. 32 über 16 CS. Akali ist hier wirklich in einer starken Bedrängnis. Sie hat schon zwar ihre Ulti und Rengar kann bisher nur mit seiner Ulti escapen, aber trotzdem. Ja, ich denke mal, sobald sie die kleine Hexe hat, zu dem sie beide kleinen Bücher schon hat, wird das Spiel hier auch gleich umgedreht werden. Ja, und jetzt bleibt länger sie, aber das wird nichts. Das hat sich nicht gelohnt für Rengar. Ja, Bot Tower hier mit dem Jungler. Get down. Insgesamt zu viert. Da müssen wir uns nochmal anschauen, was genau passiert war. Nachdem Lux gold war, war Fizz wohl Bot geblieben und die haben zu dritt den Tower gepusht. Oh, ein Speer von Nidalee macht die nieder. Ja, Kha'Zix und Fizz war low, aber da ist ja nichts und niemand, die beide ampeln könnten. Da geht's mal. Ja, Bot für Lila geht down. Jetzt die beherzte Lux, die hier versucht Damage zu bringen, und Kha'Zix mit 20 HP überlebt. Ja, ich habe mir schon länger überlegt, ob ich für Lux nicht doch ein bisschen mehr Ability Power bringen will. Ich spiele die nämlich ein bisschen. Ne, ich spiele die ganz auf Utility. Also am liebsten, muss aber trotzdem nicht sein, man sieht ja, gegen Fizz kommt das eigentlich ganz gut an und Late Game ist AP doch auch käuflich. Und hier der Cage, der nicht nötig ist, denn der Cage still den Kill. Malphite hat eigentlich das alleine sehr gut hingekriegt. Botlane kommt hier Bot, aber hier nochmal ein Schild von Lux und das schafft sie es, ihn vor der Ulti zu retten, aber nicht vor Nidalee Speer. Die Nidalee ist extrem gut drauf. Hier nochmal, oh, schöne Combo von Kog'Mas Ulti und Luxoras. Hier nochmal ein Speer, der voll ins Schwarze trifft. Das waren ja vielleicht. Warum kommt der Fizz da hoch? Wenn da der Cage doch nur getroffen hätte. Und hier nochmal die Fizz-Ulti, die vollkommen daneben geht gegen Lux. Lux ist out of position. Hier nochmal Schild, ein Heal, der sie redet. Wunderbar. Und Kog'Ma kann hier den Heal gegen Fizz holen. Das war schön. Hier der. Nochmal die Ulti, aber die geht daneben. Und zwar sehr eindeutig daneben, so wie ich das gesehen habe. Wie low die Nidalee ist. Und oh, damn, son, the fuck. Rengar, der anscheinend hier Probleme mit jemandem nochmal top gehabt hat. Ich glaube, Akali
Oh, und hier mit der Ulti rein. Das war unterwegs. Wenn er nur hinter bleibt. Oh, das lag nicht. Ja, True Damage. Die Passive von Kog'Maw. Er kann als Halbleichnam bzw. als Walker hier den Gegnern hinterherlaufen und am Ende der Passive explodiert. Der Morphite hier versucht er nochmal Nidalee zu holen, aber geht down an Ezreal und Rengar. Akali holt nochmal die Beste aus sich heraus. Holt die Nidalee, holt den Rengar. Ja. Am Anfang schaut es ja echt nicht gut aus für Top bzw. für Akali, aber sobald sie die kleine Hextech hatte, hat sich der Spieß echt umgedreht. Rengar hat sein Bonetooth Necklace, aber auch das bringt gerade nicht so viel. Bringt zwar viel und Damage, aber Survivability ist da nicht viel dabei. Und hier die Lux Ulti. Au, schön gefischt. Schön geangelt. Eigentlich ist das eine Sache für Fizz, aber das hat die Lux nicht schlecht gemacht. Oh Gott, Eigenlob stinkt ja echt verdammt übel. Fizz nochmal aggressiv gegen Kog'Maw dran, aber da sieht er sich gleich zurück. Wenn er ist gleichzeitig mit seinem Blink reingeht und er könnte ihn auch bekommen. Nein, die Fizz-Ulti wären beide entschieden dabei geblieben, hätten sie ihn bekommen können. Hier geht die Nidalee nochmal in Brush, aber da verzieht sich ja Kali. Kog'Maw wird hier recallen. Und jetzt Malphite erwischt. Drei Gegner, Rengar ist so gut wie down. Hier kommt die Ulti gegen Rengar und Rengar kann da nicht mehr entkommen. Lucky Gog von Ezreal. I don't think so, bro. Fizz versucht hier zu entkommen. Hier nochmal das Low von der Lux. Hier nochmal der Cage und Lux soll den Kill. Ja, Kha'Zix ist einfach hinten. Und wie wir sehen, ja, er hat Taste 4. Moment, ja. Evolved Enlarged Claws. Evolved Spice Racks. Evolved Wings. Evolved Active Camouflage. Also die Flügel hat er. Den extra Jump hat er nicht, aber extra Camouflage hat er. Lila holt mittlerweile hier den Drachen. Während Lau immer noch versucht, glaube ich, hier sein Game auszumachen. Ja, das war easy. Da ging Blau einfach nicht dazwischen. Oh, diese Nidalee. Damn, das tut weh. Und da Kali geht trotzdem rein in Ezreal. Mit halber HP. Hier die Lux-Ulti, aber Lux hat einfach nicht genug HP, um plötzlich mit der Ulti was anzufangen. Sona, schöne Ulti, hat hier den 4v1-Kill gegen Kha'Zix holen können. Malphite wurde aber hier von Rengar gesniped. Damn, und Lux versucht hier in der Zwischenzeit einfach wegzulaufen. Rengar macht sich über die rechte Seite von Blau auf den Weg zu entkommen, während Fizz hier die Lux sniped. Fizz selber kann aber nicht entkommen und verschafft Team Lila nochmal ein Kill. Rengar hinter Kog'Maw her, aber das wird einfach nicht reichen. Akali macht sich gegen Rengar auf zum Kampf. Rengar bleibt bei Akali dran und steckt 4-5 Tower Shots ein. Ja, das hat einfach nicht gelangt. Ist ein Tick zu langsam, habe ich zwar das Gefühl, aber ja, das langt für ihn. Er hat genug HP, er kann Tower ein bisschen tanken. Natürlich hat er sich lieber zurückgezogen, nur unnötiger Kill zu verschenken unterm Tower des Gegners. Das braucht man nicht. Vor allem nicht gegen Akali. Hier kommt nochmal die Ezreal Ulti, die ein paar Gegner erwischt. Die Akali ein bisschen kitzelt. Hat er eine Platte aus da oder? Nein, er wollte nur seine Ulti zeigen. Ja, mit Tower verteidigt von Kog'Maw und Lux. Lux versucht hier die Minions zu snipen, wenn Kog'Maw dabei ist zu farmen. Und Kog'Maw schon mit einer Phantom Dancer. Phantom Dancer, eigentlich ein unübliches First-Item für Kog'Maw, eher Infinity Edge. Infinity Edge ist eher das Item der Wahl, aber natürlich, weil Bot tatsächlich Schwierigkeiten gehabt hat, ist Phantom Dancer eine Möglichkeit, einfach nur um mehr Utility ins Spiel zu bringen. Und oh, da geht die Ulti von Lux daneben, dafür trifft die Ulti von Kog'Maw. Ezreal wegsniped.
obwohl Kassix und Nidalee dabei waren, die hätten das ja richtig können. Hier, oh meine Güte, Akali geht hier ab. Nach einem schweren Spiel, taub. Ja, da die Fizz-Ulti wurde verschwendet und... Jawoll, Akali, was geht? Snipt hier den Fizz fast schon alleine. Trotzdem, Assist für 3 weitere Mates, das ist das sehr wichtig, das ist so wichtig. Assist, Leute, wenn ihr Kill Trades verschafft, euch zumindest ein Assist hier die Maufeit und praktisch vom Gegnerischen Tower 2 Ultis gegen Rengar, von Maufeit gegen Rengar, von Sona gegen Rengar und jetzt wird mit Tower Tier 1 fallen. Da kann auch das Speer von Nidalee nichts dran ändern. Lila macht weiter hier, drückt man Lux ein Speer einsteckt und erstmal ein bisschen versucht die Minions vom Tower fern zu halten. Oh, schöner Cage gegen Nidalee. Da muss ich schön Damage einstecken. Und 11 HP. Lol. Wie ist diese Nidalee down gegangen? Das wüsste ich jetzt echt sehr gern. Wahrscheinlich noch irgendwie Minion Feuer, der hinterher flog. Aber es hat gelangt. Und wenn wir uns jetzt kurz mal die Teams anschauen, unabhängig jetzt vom Spiel. Blau und Lila mittlerweile beide Teams. 18. Minute, 19. Minute bricht dann. 14 Kills für Blau, 20 für Lila. Das sieht echt nicht schlecht aus. Top Lane 50 CS zu 28. Weiter Jungler 62 zu 48, 63. Ja, Farmen war hier nicht groß gespielt für beide Teams, aber trotzdem. Oh, hier ein Cage gegen Rengar. Oder Kali geht ran und muss aber selber sehr viel Damage anstecken. Nochmal die Ulti von Lux und da geht der Schild daneben. Akali, warum geht sie da nochmal rein? Meinte sie wohl, da könnte nochmal der Kill rausspringen. Die anderen Mates sind aber so low und ja, Lux checkt nochmal den Kassix. Rengar schon sehr low. Kogma macht sich auf dem Weg dahinter. Ein Cage gegen Ezreal, aber das wird Lux verlieren, einfach weil sie keinen Mana mehr hat. Ezreal aber genauso wenig. Rengar auf der Flucht, noch keine Ulti vorhanden und Morphite. Ja, jetzt werden sie unter dem eigenen Tower, aber genau und schön, schön. Das hat Morphite sehr gut gemacht. Hat ihn erstmal low bekommen und dann den Kill seinen AD Carry überlassen. Und diesen Kill bekommt er auch gegen Fizz. AD Carry Vergleich 44 zu 72. Kogma hat dem Nachteil vom Early Game aufgeholt, während Ezreal nicht wirklich profitieren konnte von Early Harass, welches Nidalee ihn verschafft hatte. Eine Fage ist zwar draußen und das sollen auch die weiteren Teile von der Trinity Force kommen, aber das langt noch nicht. Flash von Akali nochmal hinter Nidalee und sie wird sie nicht bekommen. Aber Ezreal ist da und der müsste einfach wegbringen können. Das ist kein Problem, solange sie keine Vision haben. Hier der Cage, der ins Leder geht. Nochmal ein Lucent Singularity, der auch nichts bringt. Das ist eine gefährliche Position für Lila, aber Lila trotzdem hier in der offensiven Haltung und ja, Akali schon sehr tapfer hier mit Rengar hinter sich und Rengar wird gleich versuchen, die zu snipen. Nein, ein Cut-In von Rengar versucht wohl hier die zwei AP-Chars bzw. Lux und Sona zu bekommen. Das wird aber nichts. Ah, schönes Arrest von Lux. Lux mittlerweile mit ja, 117 AP, das ist nicht schlecht. Double Brush Warding. Ja. Und ja, sehr ausgeglichen. Der letzte Kampf. Lila pusht hier aber jetzt gegen Ezreal und Ezreal. Schöne Ulti von Lux.
Jetzt versuche ich, guck mal, aber hier mitten in der Schlacht zu recallen, auch sehr interessant, aber... Nein, er schafft es. Hier nochmal ein Speer, den Lux hier jetzt brav einsteckt. Denn da vor dem Tower versucht hier Lux zu snipen, aber sie hat schon einiges an HP und hier nochmal die Sonne Ulti. Oh, das war einfach zu viel. Ringerkrank hier. Akali Sniper, die viel zu weit nach vorne gegangen, weil Lux trotzdem viel zu weit heran. Akali. Malphite kommt nicht hinterher und Fizz kann den Kill holen. Und hier nochmal die Ulti. Jo. Ja, schön. Schön gekitet. Hier nochmal hin und. Na, holt doch Fizz den Kill. Und guck mal, holt sich aber den Fizz. Und dafür. Holen sie, holt Kockmann nicht den Banger. Widerlich hier mit 9 Stacks mittlerweile auf ihren Magi Soul Stealer. Das gab ihr genug AP. 208 mittlerweile, ja. Gab ihr auf jeden Fall genug HP, um Ränger zu heilen. Das hat es dann nicht schlecht ausgeschaut. Kockmanns Passive konnte dann einfach nicht genug Damage anrichten. Und ja, was wir vorhin machen wollten, ist uns nochmal uns beide Teams in der Gesamtheit anzuschauen. Toplaner sind nicht schlecht dabei. Akali hatte am Anfang ein sehr schwieriges Spiel gegen Rengar, nur 29 Minions insgesamt gehabt. Fast ihr ganzes Geld aus Kills und Assists aus den Teamfights geholt. 36 Minions, ich meine, wir sind in der 23. Minute, das ist wirklich nicht das Wahre. Malphite, sehr gut, mit einer Sunfire Cape dabei, gibt Armor und Health, natürlich Armor vor allem für Malphite sehr interessant, denn er scaled nicht einfach mit AD oder AP, er scaled zwar mit AP, aber vor allem auch mit Armor. Hier nochmal eine Lux-Ulti, die fast den Kill bekommt, dafür ist aber Kali dran. Malphite hinter Fizzer ist mit seinem Sprung. Malphite aber hier auch schon mit Red kann ihn dabei slowen, aber so, da ist es niemand da, der ihn unterstützen könnte. Hier nochmal Dränger hinterher und Malphite hier mit der Ulti. Nochmal ein Lux sollte hier den Kill gehen. Fizz, das freut sie natürlich. Und Dränger versucht hier die Invisibility nochmal zu reißen. Und er kann die Akali snipen, die anderen Mates können. Aber Dränger nicht helfen. Wir trotzdem gehen 4 gegen 2. Und innerliche Down, Aswell auch ganz alleine auf weiter Flur. Malphite hinterher, Tank Tower und der Damage geht weiter an. Guck mal, und alle Spieler sind hinterher. Es wird down gehen. Malphite. Get down. Ringer hier nochmal. Guck mal her, guck mal, kann es aber nicht mehr schaffen. Er bleibt dran und holt den Kill lieber. Ja, jetzt die beiden letzten Chance. Jack, what the fuck, und Johnny. Wir werden hier versuchen, mit Tower zu pushen gegen einen Kha'Zix, der bei halber HP ist. Kha'Zix jetzt mit einer Bloodthirst dann nicht schlecht als Item, aber... Nein, einfach nicht schlecht. Das sehe ich. Ich sehe viel zu wenig Kha'Zix mit einem Bloodthirst. Ne? Die meisten versuchen auf Brutalizer zu gehen. Phage. Sehr viable, finde ich. Ja, hier kurz nochmal Midlane-Fight. Die Ulti von Fizz, die wieder ins Leere geht. Das ist wirklich schade. Lux hier mit dem Harass. Ja, Fizz mit Sheen und die Lich Bane soll da auch bald kommen. Nidalee mit einer Oracle. Die war doch vorhin schon down gegangen. Die verliert einiges an Geld aus dafür, dass sie keine GP-Dance hat. Malphite mitten unter den feindlichen Mates. Fizz hier nochmal im Spruch denken, daneben geht Akali hier exhausted. Fizz ist aber noch hinterher. Akali kann hier entkommen mit in der Katzenform. Springt sie trotz Lux Ult und Lux kann auch gegen Astral nichts machen. Und Akali immer noch auf dem Sprung, aber die Ulti von Malphite holt den Kill. Kha'Zix weiter am Jungle, holt sich hier Blue neben Red, macht ihn natürlich stark genug für die Teamfights. Und Astral geht fast down, die Lux kommt hinterher mit einer Auto-Attacke, schafft sie es, aber sie wird nichts gegen Rengar tun können. Hier nochmal der Cage und nochmal der Harass, ein Slow von Malphite. Ist ja versucht weiter wegzulaufen, aber die Ulti, ja, holt mehr Damage und sie kitet ihn und das war nicht schlecht gekitet, vor allem
weil Martha jetzt hier mit seinem Sunfire Cape genug Damage rausholen konnte. Midlane wird gepusht von Lila. Kha'Zix versucht hier weiter zu jungeln. Der Nachteil, mit dem er am Anfang gestartet war, mittlerweile vollkommen neutralisiert, was CS angeht. Was Kills jedoch angeht, das schaut natürlich ganz anders aus. Kha'Zix mit 063 im Vergleich zu Morphite 4613. Das ist nicht gut. Die beiden AD Carries, was kann man zu ihnen sagen? Den Azrael natürlich sehr erschreckend, vor allem weil er jetzt schon eine Trinity Force hat. Kog'Maw jedoch auch schon mit einer Infinity Edge und mit einer Phantom Dancer. Das gibt sehr viel Damage. Die Ulti sehen wir. Die fegt jeden Mini weg, den sie anfasst, aber es langt eben noch nicht ganz. Vampiric Scepter auch wegen des Überlebens. Und Blau pusht, Blau wird hier reinpushen. Akali hat aber Fizz jetzt schon. Ja, das war 2-3 shotted. Mit dem mal versucht länger hier Sonne oder Luxus snipen, was ziemlich erfolglos zum zweiten oder dritten Mal gewesen ist. Und die Niederle macht sich ja kurz bemerkbar, während Sonne einen Brush wardet. In Case der vollkommen Slater geht, Akali wird hier Niederle snipen können. Eine Lux-Ulti, die vollkommen Slater geht. Schade, ich habe noch nicht so viele verschossen. Und erstmal der angesichts der angespannten Situation versucht Race zu farmen. Aber Akali wird wohl hinterherkommen können und ja, nochmal ein Sprung und sie schafft das. Ja, der Tier 2 Tower, Mid Tower von Blau mit nur noch 204 HP, der wird auch nicht lang halten können. Und Kha'Zix bekommt hier den Malphite's Ulti ab, check what the fuck, kann hier den Tower kicken und hier nochmal Racing Singularity. Slowed Kha'Zix überhaupt nicht. Kommt einfach viel zu spät und die anderen Mates können Kha'Zix killen. Hier starker Push, mit Push, während Malphite hier wohl versuchen wird, top zu pushen. Akali hält sich noch im Hintergrund, wird hier recallen, wahrscheinlich um weitere Items zu kaufen. Lux, Kog'Maw und Sonna ziehen sich zurück. Malphite, eins der stärksten Chars und Jungler im Spiel überhaupt. Er braucht sich von niemandem zu fürchten. Und ja, vor allem wenn sein AD Carry hinterherläuft, das ist ja nicht zu fassen. Wie hat dieser Cage nicht getroffen? Job, Niederle, die entkommen wollte, wurde einfach nur abgeschossen. Noch eine Fissel, der ins Leder geht. Ja, das war nicht das Game der Midlaners. Da ging einfach viel zu viel über diese Nummer. Morphal kann hier einfach Landschirm und Ränger, hat keine Chance gegen Ränger und Kog'Maw hinterher. Azrael versucht hier seinen Mate zu helfen, aber Fizz springt trotzdem nochmal rein und snipe Lux. Wunderbar, dafür kann Kog'Maw den Fizz holen. Nochmal Damage. Hä? Lux ist da. Wem hat den Kog'Maw gesnappt gehabt? Ich meine, Fizz. Ja, wohl niemanden, wie es aussieht. Bot wird gepusht von Midlanes. Mittlerweile Top Lane fast neutralisiert, jedoch wird gleich die nächste Welle helfen weiter zu pushen. Hier der Sitch Minion von Lila hält die blaue Welle auf. Der Inhibitor geht down, Akali geht vor und kann Azrael snipe. Das ist 25 zu 44 mittlerweile. 13 Kills für Lux, 13 Kills für Akali, 12 Kills für Kog'Maw. Das Spiel hat sich vollkommen umgedreht. Lux hier, die nochmal Niederle snipe nach Vorarbeit von Akali. Sonna hier versucht wegzulaufen. Oh, schön viel Damage hat Becker. Und Akali kann hier nochmal finishen. Und sie wird rausflashen können. Da hilft auch den Rancher-Rest von Kha'Zix nichts. Kha'Zix mit seiner Ulti wird versuchen, mit Akali hinterherzulaufen. Aber er kriegt sie auf jeden Fall nicht. Hier nochmal ein Recall. Wohin? Ja, wo wollte Fizz? Ah, Bot. Ja, ich dachte, er wollte hier jemanden weg abschneiden, aber das ist nicht der Fall gewesen. Hier bei Baron. Hier Morphite und Kog'Maw holen das Ding fast schon alleine. Lux nochmal zur Unterstützung und versucht mit
Dieser Lux, dieser Lux. Ich frag mich, wer den Lux spielt. Versucht hier mit der Ulti noch Baron zu erwischen. Was auch wieder mal schief geht. Fizz mittlerweile dabei, Botlane zu pushen. Es ist sehr schwierig für Blau. Insgesamt hat das lilane Team das bessere Baron Nashor Team. Vor allem wegen Malphite. Aber ich würde sagen, in 1v1 hat auf jeden Fall Lila einen Vorteil. Hat Blau einen Vorteil. Sie müssen versuchen, das Spiel breiter zu fächern. Aber natürlich, die lilane Seite hat anders ungefähr. Und anscheinend ist jeder sich zu fein, hier Blut zu nehmen. Außer Kog'Maw. Und ja, was Fizz da genau macht, spielt Ward. Blau muss sich wieder zurückziehen. Sie sehen Team Lila mit Baron Nashor Buff. Da will man nicht im Jungle engagieren. Das soll man auf keinen Fall tun. Vor allem, wenn eine Akali schon Deathcap und Relies zusammen mit einer kleinen Hextech mindestens hat. Das ist a Powerhouse. Lux mittlerweile auch mit Deathcap, World of Ages und Cornelius Siegel Turm. Ja, eine Utility Lux eben. Ezreal keine Chance gegen die Akali gehabt. Akali mit Twilight schaut, kommt sie nochmal mit den anderen blauen Mates. Während Malphite hier mal kurz Drake geholt hat. Da wird immer noch der Brush angegriffen, aber da ist nichts, Leute. Check das mal. Hier Lila versucht wieder Midlane zu pushen. Hier Fizz mit seiner Ulti trifft Kog'Maw. Und jetzt wird Rage. Akali kann aber Fizz so schnell holen, dass nur noch Lux zu Steel braucht. Und Kha'Zix muss seine Ulti zum den Escape gebrauchen. Aber das bringt nichts, denn Akali ist einfach schneller. Rengar läuft in den Mains hinterher, während Lux nochmal einen Speer schluckt. Und ich glaube, das ist der letzte Push. Der letzte Push für Lila. Kog'Maw braucht nur da zu stehen und Tower zu kriegen. Rengar muss hier kurz den Cage schlucken. Und da geht schon ein Nexus Tower down. Ezreal hinter Ezreal, aber das wird einfach nicht genug Damage sein. Akali räumt hier alles weg mit Red Buff, mit Nidalee Hextech, Deathgap, Fizz und Nidalee werden hier auch keinen Unterschied machen. Fizz nochmal mit einem Burst versucht, aber da ist er einfach viel zu spät dran. Und Kha'Zix nochmal hinter Akali, aber Akali räumt alles weg. Und können sie vielleicht noch Nidalee holen, bevor sie auf den. Nein! Und da hat die Plattform Nidalee gerettet. Und das war's. 25 zu 52 für Lila. Fucking Keyboard. GG. Und wow! Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. So. Das war ein LOL-Game, präsentiert für euch von HeadTV. Mein Name ist Jack the Farmer. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss!